fahren jetzt zu den extern Steinen. Das sind nur 300 Meter, 400 Meter vom Parkplatz bis zu den extern Steinen. Ich vergesse immer, dass es hier um einiges kälter ist als zu Hause. So ist ganz kühl hier heute. Deswegen auch das Tippitoppi-Outfit. Gabi in Gefahr. Teil Shot. Wie viel? Teil 21 oder wie? So, also jetzt geht's nach hoch. Kamera gefunden. Jetzt geht's los. nach Norderney Leuchtturm. Da. Jetzt geht's los. Jetzt waren wir mit der Schnopp bei den Externsteinen da hinten. So, unser Eindruck mit Hund. Also Hund kann mit, man kann hier super spazieren gehen. Aber auf die Externsteine drauf? Nee. Ohne Hund. Außerdem mag die Gitter nicht. Erstens sind zum Teil Gitter da. Die Wege sind sehr eng, hoch. Es ist sehr uneben. Aber der Ausblick ist der Hammer. Und so sehen die Externsteine aus. Aber den Hund kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man zu zweit ist. Dass der eine dann auf den Hund aufpasst und der andere geht hoch. So haben wir es jetzt heute gemacht wieder, ne? So, perfekt. Und der Spaß kostet erstmal 3,50 Euro Eintritt. Oder man nimmt gleich das Hermannsdenkmal mit für Erwachsene und dann kostet es 4,50 Euro im Moment, 2018. Und der Parkplatz fürs Auto kostet 3 Euro. Ja. Für den ganzen Tag, was absolut in Ordnung ist. So, und jetzt geht's zum Hermannsdenkmal. Gibt es hier noch einen Spielplatz? Ihr könnt klettern gehen, auch für die Kinder.
zum Beispiel das Friedensdenkmal in Edenkoben. Ja. Das ist mehr ausgeschmückt. Da haben sie dann Wappe von alle Bundesstaaten von 1871. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt schon mal als Bundesstaat bezeichnen kann. Auf jeden Fall alle deutsche Länder, die da mitgemacht haben, haben sie hingehängt. Hier ist es eher so ziemlich nüchtern. Scheint es so Westfalen. Nicht frech werden, gell, Schatz? Musik.